pledge allegiance to Max and the power for which she stands. This isn't a toy, Chloe. I do have to be careful how I use it. Screw that! Of course it's a toy! The best toy ever? You can bang anyone with no strings attached, rewind time, and boom! It's like it never happened! Grow up. Maybe you made a move on me and I would never know. Yes, that's what I did. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. I don't have time. You did not just say that. Check out your nose. Too much blow? Hey, are you okay? Too much excitement. See what happens when we hook up again? Then, let's go to one of my secret lairs and fully test your power. You need a sidekick to guide you. Okay, Girl Wonder. Show me the way to Chloe's cave. Da waren wir stehen geblieben. Auf dem Weg zu Chloes Geheimversteck. Das gab es schon immer, nur jetzt haben die Leute gemerkt, dass CDs doch nicht so gute Auflösung haben. Hua, du nimmst Spotify. Ich nehme tatsächlich inzwischen auch fast nur noch Spotify. Stimmt, Fleck ist natürlich die Alternative, Gassik, da hast du recht. Die sind natürlich qualitativ sehr hübsch. Die sind so vielfältig für jeden was dabei. Ja, die Band Spotify ist ganz, ganz großes Kino. Die haben das Fressen auf den Tisch gelassen. Ja, die haben nicht aufgegessen, oder? Oh nee, jetzt ist futsch. Guck mal. Ah nee, hier hinten ist unser Tisch, in der Tat. Ah, die haben aber einiges aufgegessen. Die Anfangsportion war doch viel größer, die bekommen haben. Übrigens, Lua, du hattest gefragt letzte Woche irgendwann, ob ich hier No Man's Sky mache. Ne? Ich habe nochmal nachgeguckt. Dieses Video, was ich im Kopf hatte, ist tatsächlich von No Man's Sky gewesen. Und es sieht in der Tat sehr, sehr geil aus. Grafisch und so weiter würde ich sofort ja brüllen, aber ich bin nicht so der Spezi in Sachen Survival Games. Also ich müsste gucken, wie groß der tatsächliche Survival-Anteil im Vergleich zum Entdecker-Anteil und so weiter ist. Das müsste man mal schauen. Aber es sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Im Büro muss ich wieder F4. Warum das denn? Zombie-Fritte, warum wieder F4? Der Sänger kann so viele Stimmen lang singen. Wahnsinn. Ja, der klingt sogar teilweise wie eine Frau, habe ich festgestellt. Das ist total verrückt, oder? My stomach plans ahead. Your stomach is stocking up for winter. Können wir mit denen nochmal quatschen? I said over and out. Okay. Der will gar nicht mehr mit uns reden. Ich glaube, das war's. I'd love to lecture you over coffee, but I prefer to drink in silence and solitude. Okay. Leave me alone, or I will vomit on you. Okay. Freundlich. Oh ja, hello again. Back to breakfast, eh? Ach, das ist diese sehr extrem aufgedrehte Tante. Still morning. Thank you. Was war mit ihm nochmal? Warum trauert er? These fishermen are so damn quiet. Deswegen. Er ist einer von den Fischern, die sich sehr darüber aufregen, dass alles leer gefischt ist. Okay, so. Supergirl. Let's go to my secret place. Don't even answer. We have places to go and boo-doo-doo. Come on, before Mom starts some more shit, let's bail. It's Kate Marsh from Blackwell. Big whoop. You don't call me once in 5 years and now you're all over some biatch you see every day at school? I see how you roll. So go ahead, chat up Kate Marsh from Blackwell. I've got other people to hang out with too. Gehen wir ran oder gehen wir nicht ran? Es ist Kate. Kate hat halt echt Probleme, ne? Ich würde fast rangehen. Was meint ihr? Meine Kollegen, mein Kollege ist mein Chef und will das so. Oh je. Ja, stimmt, ich bin auch noch am Überlegen, weil irgendwann hat man, glaube ich, auch keine Lust mehr, da nur zu entdecken. Bei mir ist es genau andersrum. Ich möchte nicht so viel Survival machen, ich würde lieber entdecken. Also, ne, bei mir drangehen. Rangehen, glaube ich, ja, würde ich auch tatsächlich bevorzugen. Hey, Kate. What's up? Please, don't let your best friend get in the way. You okay? I promise, Kate. I won't forget. I swear. Just do your homework and don't stress. I really don't think we should go into this right now. I'll call you later, okay? Thanks, Max. If you'd rather chill with Kate, please, go ahead. You are ridiculous.
I'm chilling with you, okay? For now. Let's rock. Chloe findet das nicht so cool, aber ich glaube, Chloe hat manchmal auch ein sehr großes Ego. Nur so ein Gefühl. Sucks that Chloe and Joyce got into an argument. Wer ist er? Ach doch, ich glaube, ich erinnere mich an ihn. Ja, ich glaube, ich weiß, wer es war. In welcher Season ich bin? In der zweiten. Wir haben letzten Montag die zweite angefangen. Is this a race? Keep up. How many times are you going to get pissed at me this week? That depends on you and how well you do in this phase of the test. Welcome to American Rust, my home away from hell. Raw and rough. It suits you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back and she's also supersized. We don't know for how long. Exactly why it's time to have fun. Are you kidding? After yesterday, I'm kind of over guns, Chloe. Freaks me out that you have one. Don't you trust me? Yes, but not that gun. You have more power than an army. Don't be scared of my little toy. Besides, we need it for the test. Drink? Yuck. You are so cute. You haven't changed a bit. Okay, let's do this. Can you find 5 bottles while I prep the shooting range? Beer and guns? Nice combo. You can handle it. Now go find us 5 bottles, pretty please. Okay, wir müssen Flaschen suchen. Chloe ist ja mega erwachsen, dass sie sich darüber aufregt. Ja, das stimmt in der Tat. Es ist ja nur ein Anruf. Ah, der Schrottplatz. Bis da habe ich seinerzeit LP geguckt. Perfektes Timing. Ah, sehr gut. Ich schlafe einfach nie nur noch durchs Bild. Ja, so ungefähr. Aber ich finde, ehrlich gesagt, so als Jugendplatz, Abhängplatz fern der Heimat, ist das eigentlich ziemlich cool, so ein Schrottplatz. Kommen wir bestimmt nicht dran, oder? Die geht kaputt. Ja, die geht kaputt. Einmal zurück. Können wir irgendwas da hinschieben? Guck mal. Kann man der Frau da nicht mit Anlauf in den Arsch treten, solange die da was macht? Was? Meinst du Chloe oder was? Hello, bottle number one. 4 more to go. So sad to look at a grounded boat. I wonder who owned that and where they are now. Gute Frage. Was haben wir hier? Was ist das denn? Beyond repair. Rest in peace. Eine Uraltkamera. I wonder how many generations of fashion went through that washing machine. Brüllt, wenn ihr eine Flasche seht, die ich nicht sehe. Ich gehe jetzt quasi hier einmal außen am Rand entlang und gucke, ob ich irgendwo eine finde. Ach, Moment, bevor wir, falsche Taste, da, ne? Ja. Bevor wir jetzt hier irgendwie Trara machen, gucke ich mal gerade, was wir hier für Fotos brauchen. Nicht, dass wir auf dem Schrottplatz was übersehen. Also wir müssen irgendwas auf jeden Fall mit Chloe und der Pistole fotografieren. Und eine 142 und ein Reh. Das andere scheint, die anderen beiden Fotos, würde ich tippen, sind in der Schule. Mit einmal vorm Fenster und einmal die Reagenzgläser. Keine Ahnung, wie die heißen, jedenfalls die, die so viel Ahnung hatte wie andere. Die Blauhaarige, genau. Chloe ist die Blauhaarige, Max ist der Hauptcharakter. Da. Was? Habt ihr eine Flasche gesehen, die ich nicht gesehen habe? Ah ja, 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 okay, ja, ich sehe sie. Ja, alles klar. Flasche Nummer 2. Boom, only 3 bottles left. So, dann gehen wir mal da hinten in die Ecke.
Wow, sir. That looks exactly like the same dough from my tornado vision. Okay, wir haben eine SMS von Warren. Wir lassen ihn mal wieder tippen. Die tippen in der Geschwindigkeit, das kann man halt so schnell nicht lesen. So. Wo waren wir stehen geblieben? Bei der Thales und dem DeLorean, ne? Wir lassen so den Affen raus. Newburgh in 100 Kilometer, ist 100 Kilometer entfernt. Wir sollten um 5 los. Ich fahre aber sowas von in deiner neuen Karre. Wir müssen Popcorn fürs Autokino mitbringen. Vielleicht sollten wir vorher wo essen gehen. Punkt, Punkt, Punkt. Oder was anderes. Egal. Lass den Affen los. Zu spät. Okay, wir gehen also definitiv mit Warren ins Kino. Ach, guck mal, ich sehe. Moment, wo ist das Reh hin? Bin ich blind? Irgendwo ist das Reh hingelaufen. Da oben. Ich würde gerne erst das Reh fotografieren, weil die 142 läuft uns wahrscheinlich nicht weg. Im Gegensatz zum Reh. Gucken wir da, Foto. Das ist doch sehr merkwürdig, oder? Und weg ist es. Ich kann mich an diese Erscheinungen natürlich noch erinnern, vom ersten Mal spielen, aber wusste auch damals nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Das ist doch die 142, oder? Paint Diamond, guten Abend, willkommen. Voll handysüchtig, die Frau. Kaum klingelt es direkt das Handy im Bild. Ja, Gott. Auf dem Foto jetzt ein Reh. Müsste eigentlich, oder? Wir gucken mal. Nein. Oh nein, es ist kein Reh da. Es ist einfach nur das Gras mit den Bäumen im Hintergrund. Es ist tatsächlich kein Reh auf dem Foto. Irgendwie können wir hier... Was steht da drunter? Arcadia Bay sucks. Okay. Wir können aber die 142 hier nicht fotografieren irgendwie. Vielleicht steht die noch irgendwo anders auf dem Bus. Sollen wir mal gleich gucken. Ich sehe tote Rehe. Genau. Auch gut. This was an old school punk shirt. Okay. Dann ist es bestimmt von Chloe. Die läuft doch immer so punkig rum. Das war Snapes Patronus. Das kann natürlich auch sein. Wobei, dann hätte das Rea Silber sein müssen, ne? Ach, wie passend. Ich höre gerade den 7. Teil von Harry Potter mal wieder als Hörbuch. Die anderen 6 habe ich die letzten Wochen gehört. It's so quiet and primordial out here. I always feel like the forest is whispering to me. Like Arcadia Bay is trying to tell me something. I just have to figure out the message. Oh, Paint, vielen, vielen Dank. Aber ich habe doch gerade erst angefangen mit Stream. Kein Wunder, dass es tot ist, das Amri. Hat er nicht einen schlecht gelaunten Troll als Patronus? Nein, er hat ein Reh. Ich finde aber den schönsten Patronus hat Hermine. Die hat nämlich einen kleinen Otter. Das finde ich irgendwie sehr cool. So, ich gucke mal, ob hier hinten noch irgendwo eine Flasche rumliegt. Ich sehe aber nichts. Aber wir haben ja, glaube ich, erst einen ganz kleinen Teil tatsächlich uns angeschaut. Vom Schrottplatz. I wonder if Chloe thinks about her father when she looks at all these smashed up cars. Mein Patronus ist ein PS4-Controller. Oh. I know there's a bonfire spot where people party around here. Oh, hi. Überall sind Eichhörnchen. Irgendwie haben die hier in Arcadia Bay so eine Eichhörnchenplage. Oh. Hi.
relativ kurz. Für einen Lastenzug. Hier sind nur Dosen, aber keine Flaschen. Graffiti. Eat shit and live. Okay. Schön. Thanks for the tip. There's no... Was? Hier? Mofo? Was? Das gibt's doch nicht. Hier müssen doch irgendwo Flaschen sein. All this rusted metal makes me feel serene. Am I morbid or just goth? Huch. Siriostius, so, du bist das, ne? Danke fürs Follow. Ich habe OBS wieder so klein auf dem Bildschirm, damit ich den Chat sehe, dass es schwierig ist, den Namen zu lesen. Ich brauche unbedingt einen größeren Zweitbildschirm. Aber vielen Dank fürs Follow. Freut mich, dass es dir gefällt. Oh, gross. So disturbing to see old syringes on the ground. Das ist unschön. Aber gut, immerhin sind wir hier nicht auf einem Kinderspielplatz und die Spritzen liegen im Sandkasten. Das ist ja dann ein bisschen schlimmer. Those shells look fresh. Okay. Das sieht aber mehr nach so Gewehr. Patronenhülsen aus, nicht nach Pistole. Chloe schon mehr mit hat gehen lassen als nur die Pistole. Hm. I could use this board as a bridge. Doesn't look too heavy. Sollte das Motto heißen? Ich fand, das waren sehr krakelige Tees dann. Naja, gut. Dann bewegen wir die Mauer. Weiß noch nicht, was wir damit machen. Ach, wir legen es darüber. Ah, das ist cool. Okay, da haben wir auch noch eine Flasche. 3 down, 2 more to go. Talk okay. About finding a bottle in a haystack. Ah, hier kommen wir doch. Hier kommen wir vorbei, oder? Nein, wir kommen hier nicht vorbei. Verdammt. Hm. Können wir uns auch hinsetzen? Erzählt sie dann wieder was? Mal schauen. Although this junkyard is a dive, I see why Chloe hangs here. She's a steampunk. It actually feels like Chloe and I are kids again. We're hiding out and plotting our future. Despite all the chaos and bullshit, I feel so giddy hanging out with her again. So happy. Like we've both gone back in time. Okay. Zwei Flaschen noch. Wo waren wir denn noch nicht? Direkt hier vorne bei Chloe waren wir noch nicht und in der Ecke dahinter, aber ich sehe hier keine Flaschen. Sie hat eine in der Hand. Toll. Das hilft uns aber gerade nicht. Every car has its own tale in history. Puppe. Oh, poor thing. They left you here all alone. Hübsch. Die Musik in dem Spiel ist so gut, das stimmt. Du kannst den Soundtrack auf YouTube anhören. Ja, und Spotify, da gibt's den, meine ich, auch. Oder? Gab's den auf Spotify? Doch, ich meine, auf Spotify gäb's den auch. Einfach mal nach Life is Strange suchen, das müsste eigentlich... Ich meine, ich hätte den bei Spotify als Playlist. Playlist ist wirklich top, gibt sie zu kaufen. Den müsste es eigentlich, den Soundtrack müsste es eigentlich auch als CD geben, ja, weil ich habe zum Beispiel die CD in der Collectors Box drin gehabt. Ich könnte mir vorstellen, dass es das auch dann einzeln gibt. I totally remember going there when I was a kid. I loved the Hush Puppies. Now the sign is just Arcadia Bay junk. I know there's a bonfire spot where people party around here. Ach, guck mal. Da ist die 142. Da war auch... Hier ist das Foto. Ha, guck mal da.
So, damit hätten wir schon mal, glaube ich, die Fotos, die wir hier brauchen. Gucken wir mal gerade. Ja. Ah ja, doch, doch, das mit der Waffe wird auch noch hier sein. Da müssen wir mal gucken, wann wir das machen können. So, zurück zum Problem. Zwei Flaschen fehlen noch. Ich glaube, wir waren da in dem Mittelgang noch nicht, ne? Hier bei der alten Puppe da. Ein Hemd. This is the scariest thing here. Warum genau? Weiß man nicht. Sergeant, guten Abend. Bin mal 2 Stunden schlafen. Was? Du gehst jetzt erstmal schlafen? Sonnenhexer, guten Abend. Vielleicht da drin. Guck mal hier. This looks like a graffiti museum for Chloe and Rachel. I bet I can find out more about Rachel here. Quasi das Hauptquartier der beiden. Nehmen wir die mit. Oh, there you are, little bottle. Trying to play hide and seek. Anscheinend. La La Land this way. Das hier unten. I want to die. Jeez. Who wrote this? Das ist ein bisschen deprimierend. Oh, guck mal, wir haben schon wieder was. Ach, diesmal von Kate. So, gehen wir mal hoch. Max, danke für deinen Ratschlag, zur Polizei zu gehen und ihnen alles über Nathan zu sagen. Deine Unterstützung bedeutet mir sehr viel. Du machst mir Hoffnung. Kate, ich bin auf deiner Seite. Bitte erwähne mich nicht mehr als nötig. Ich habe hier schon so eine Menge Ärger. Und danke fürs Drangehen vorhin. Ich stand kurz vorm Weinen und brauchte eine Freundin. Du warst für mich da, wie immer. Oh. Also, es war sehr gut, dass wir ans Telefon gegangen sind. So Rachel did go to a Vortex Club party. This flyer is dated right before she disappeared. Kopf und müde. Oh je, dann gute Besserung, Sergeant. Sprich weiter, deine Stimme lässt mich leicht einschlummern. Alles klar, ich gebe mir Mühe. So lange Autotouren sind nichts mehr für mich, alten Mann. Eben auf der Couch eingepennt. Ah je, das ist nicht gut. Album gekauft und ich denke, ich werde mich davon wecken lassen. Oh, das ist ein guter Plan. Was für ein Kompliment. Auch Nutin, ich nehme sowas gar nicht böse. Also, weil zum Beispiel, ich schaue auch sehr gerne Let's Plays zum Einschlafen. Wichtig ist mir halt dann auch, dass bei dem Let's Play keiner rumholt. Ne? Ich mag es nicht, wenn Let's Plays so sehr laut werden. Ich mag es lieber, wenn es so ein bisschen ruhiger ist. I don't want to intrude, but I was here. Chloe was here, Rachel was here. Wir können uns drunter schreiben. Sollen wir uns drunter schreiben? Eigentlich ist es doch deren Hauptquartier, oder? Wir sind... wir gehören ja nicht so richtig dazu. Auch wenn wir Chloe schon lange kennen. Ich weiß es nicht. Sagt mir ihr mal. Ich überlasse es euch, ob wir uns dazu schreiben oder nicht. Was? La Bitch? Was? Sollen das die zwei hier sein? Dann müsste das rechte ja Chloe sein, wegen den kurzen Haaren. Hand of Blood ist super zum Einschlafen. Was? Was ist Hand of Blood? Ist das ein Spiel oder ein Film? Mir sagt das gerade nichts. That kind of hurts. Sind das etwa unsere Bändchen? Also die wir mit Chloe zusammen hatten? Now, what's up with this weird secret relationship? Sounds like Rachel was confused about it, maybe even ashamed. I wish she named names. I better not show this to Chloe or she will be seriously hurt. Ein Let's Play Channel auf YouTube. Ach cool, dann schaue ich da nachher mal. Sagt mir, glaube ich, gar nichts, kenne ich noch nicht. So.
C. Punkt. Du kannst sehen, wie sehr ich möchte, dass du diesen Brief liest, weil ich es so lange rauszögere, ihn dir zu geben. Vielleicht möchte ich auch, dass du ihn findest, wenn ich nicht in der Nähe bin, damit wir nie darüber reden müssen. Und ich will nicht, dass du mich hasst. Wo soll ich anfangen? Ich habe vor kurzem jemanden getroffen, der ganz anders als die öden Snobs des Vortex-Clubs sind. Ich weiß, du drehst durch, wenn ich es dir sage und du wirst ihn abstoßend finden, aber ich schwöre, er ist weise und unkonventionell, etwas furchteinflößend, aber kein böser Junge. Er hat bloß echt üblen Scheiß mitgemacht. Ja, ich bin ein wenig besessen. Ich mache dir keinen Vorwurf, wenn du durchdrehst. Vielleicht weiß ich, dass du recht hast und es muss mein Geheimnis bleiben. Ich hasse es, das nicht mit dir teilen zu können, aber du würdest mir einen Todesblick verpassen und jedes Detail aus mir rausquetschen, wenn du nur wüsstest, dass wir gestern in der Nähe des Campus gevögelt haben. Ach so. Also der Brief wird ja an Chloe sein. Und da das hier das Hauptquartier von den beiden ist, wird der Brief wohl von Rachel kommen. Das heißt, Rachel hat jemanden kennengelernt. Okay. They really were besties. That could have been me instead of Rachel. Was für coole Fotos. Das unterste ist schön. Eigentlich sind alle drei sehr cool, aber das unterste ist besonders schön. Rachel songs. I wonder if Chloe would ever make me a mixtape. Für Rachel. Das mutet doch nach ein bisschen mehr als einer Freundschaft an, so gefühlt. Fuck you, yes you. Achso. Ouch. Freundlich. Turn of Blood und ich? Nein, bisher noch nicht. Aber jetzt habe ich ja einen Grund, mal nachzuschauen, mir das mal anzuschauen. So, ich glaube, wir haben alles. Ah, nee, Moment, hier ist ein Schminkkoffer. I can't see Chloe playing with makeup. Nee, nicht wirklich. Das passt nicht so ganz zu Chloe. Sie ist zwar sehr bunt, aber geschminkt ist sie, glaube ich, gar nicht. So, uns fehlt noch eine Flasche. Huch, was ist das denn? Ein Vogelschwarm. Das sieht aber ein bisschen merkwürdig aus, oder? Das sieht ein bisschen merkwürdig aus da oben am Himmel. Eifersuchtsdrama im Anmarsch. Ja, es mutet so an. Hat die Dingens Ende der ersten Season eigentlich überlebt? Was? Wer hat überlebt? Zombie, Fred, ich glaube. Nope, I don't want to go there. Ich glaube, du bist zu weit in der Story. Psst, du bist, glaube ich, zu weit. I know there's a bonfire spot where people party around here. Wo ist die denn, diese blöde Feuerstelle? Weil wetten, da ist dann die letzte Flasche. Hm. Moment, können wir hier hinten noch weitergehen? I don't want to go that way. Oh, ja, nee, dann halt nicht. Verdammt. Wo waren wir denn noch nicht? Können wir hier noch hin? Jetzt kommt wieder ein Item. Nope, I don't want to go there. Mimi. Wo ist denn dieses blöde Lagerfeuer-Dings? So, da waren wir auf jeden Fall schon. Wenn jetzt Chloe uns einfach ihre Flasche geben würde, dann hätten wir ja schon alle. Aber nein, wir müssen unbedingt 5 eigene finden. Ich kann mich auch erinnern, dass hier irgendwo so ein Lagerfeuerplatz war. Aber ich weiß nicht mehr wo. Das ist halt so lange her, dass ich es gespielt habe. Verdammt. Da vielleicht? Nee. Das gibt's doch nicht. Ist hier oben noch irgendwas? Nee. Das ist einfach nur Wiese. Hier ist aber kein Lagerfeuerplatz. Ja, den tue ich doch gerade. Habt ihr was gesehen? Habt ihr irgendwo ein Lagerfeuer gesehen? Oder so ein... Ja... alten Lagerfeuer mit Sitzmöglichkeiten Platz gedöns. Ich habe noch nichts entdeckt.
überall nur so Müllhaufen in der Mitte, aber kein richtiges Feuer oder Lagerfeuergedöne. Wir gehen nochmal an der Bahnstrecke gucken. Nee, hier ist aber auch nichts. Das gibt's doch nicht. Vielleicht können wir Chloe ansprechen, ob sie uns die letzte Flasche einfach gibt. I have to find dirty ass bottles while you chill. Not fair. I have to prep the range, crybaby. And I've been tripping hard about where you got this rewind power. From God or the gods. So bow. We can make the world bow. Are you ready for that? Klar. Oh yes. Once I figure out exactly how my power works. A god must doth know these things. Amen. And while you build an empire, I'm there to keep you on the path of badassness. And fun. Spin, rinse, and repeat. I'm just altering time and space. Oh yeah, and history. No biggie. You already altered history by saving my life, smartass. Let's see what else you can do. Mm. I know there's a bonfire spot where people party around here. Yeah. So müsste man ihn halt nur finden. Da will sie gleich wieder nicht lang gehen wahrscheinlich. Nope, I don't want to go there. Mhm. Moment, da hinten qualmt. Was ist das, das vielleicht? Nee, oder das kann doch nicht sein. Hier ist ja sonst auch sonst keiner, kann ja schlecht ein Feuer brennen eigentlich. Aber wir gehen mal gucken. Vielleicht ist es ja doch genau an dieser Stelle.